seid ihr schon da? Das ist schön. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise, eine Podcast-Reise nach Brasilien. Kali ist eingeschlafen oder so? Gut, das erzählt er gleich. Nach Thailand, da ist er aktuell. In Köln sind wir noch. Matze, wo sind wir überall? Wo sind wir? Wir reden über das Fußballwunder des ersten FC Köln. Wir reden über einen Dietmar Hopp der Kreisliga, Kalli. Und was haben wir noch? Ja, Brasilien, weil du das zum Thema machst, Freundchen. Und da geht's richtig ab. Da geht die Post ab. Nicht nur Samba, Freundchen. Und du wirst dann auch eine Hauptrolle spielen. Ja, du spielst die Hauptrolle und ich plaudere einiges aus. Nimm mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler habe, doch anders kann ich schnitzen. Kannst du dich noch erinnern? Du hast mitgesungen. Kalli, was macht dieses Thailand mit dir? Hallo. Komm, wir fangen an. Musik ab. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Kalli, wo bist du gerade? Wo bist du? Du bist im Ausland. Ich bin gerade in Hua Hin. Das ist ein wunderbarer Badeort in Thailand. Fantastischer Strand. Tolles Wetter, also das ist ja jetzt Winter hier und dann hast du abends kühlt es etwas ab, ob 26, 27 Grad und tagsüber, sagen wir mal, vielleicht bis 33, 32, mehr Wind. Lieber Kalli, was willst du mehr? Matze, ey, da muss man erstmal Hua hinkommen. Ja, da muss man erstmal Hua hinkommen. Nach Hua hin. Genau, ich war einmal in Thailand. Ich treffe jetzt noch Christoph Daum in Phuket. Da sind wir noch 6 Tage. Christoph spielt dann von morgens bis abends Golf. Das ist nicht mein Hobby. Ich guck mal zu und tu ein bisschen kritisiere und meckere, weil ich da keine Ahnung von habe und nicht so gut spielen. Da bin ich etwas stark drin dann. Ne? Ja. Nee, wir machen ein paar schöne Tare und ich habe natürlich hier auch ein bisschen mal ein Kind her adoptiert. Ich bin Schirmherr bei tapfere Kinder, somit die größte Human Help Network, größtes Kinderhilfswerk der Welt mit oder anerkanntesten oder einer der anerkanntesten. Da hat man noch die ein oder andere Aufgabe, auch als Deutscher, sage ich mal. Einfach als Deutscher oder als Sozial. Und deine Tochter ist dabei, Kalli, richtig? Der Mensch. Nein, leider nicht. Die wäre gerne mitgekommen. Die liebt das auch. Wir haben sie ja, ist jetzt 11 Jahre, aber im Saarland begann die Schule wieder. Richtig. Deine Schwester ist aber dabei. 4. Januar. Meine Schwester nicht, meine Tochter ist dabei, so. Mein ältester Enkel. Also meine Frau hat mal nach Thailand, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, sie sagt, ich schicke dir mal der Größte, weil meine jüngste Tochter hat eine große Laufbahn gemacht, das ist Direktorin bei einer großen Krankenkasse, die nenne ich jetzt nicht. Und mein ältester Enkel ist in der Ford-Versuchsabteilung, hat eine große Karriere gemacht, toller Junge und die passen auf mich ab, mit Frau und Mann. Tobi. Aber ich bin ja auch so. Mit 73 brennt ja auch nicht mehr so, wie die meisten denken. Tobi, warst du auch schon mal in Thailand? Matze, na sicher war ich in Thailand. Wo warst du denn in Thailand? Den James-Bond-Felsen habe ich schon gesehen. Boah, da musste ich gerade diese Woche dran denken. Habt ihr die Bilder aus Brasilien gesehen, wo dieser Felsen da abgebrochen ist, als diese Ausflugsboote da drunter waren? Unfassbare Berge. Da wurden noch zwei Boote erschlagen übrigens. Und das hat mich sehr an Thailand erinnert. Sorry für den kleinen Ausflug. Weil, wo warst du da? Urlaub, oder was hast du da gemacht? Phuket. Ich war quasi 2 Wochen vor dem Tsunami war ich damals. Koh Phi Phi. Ehrlich? Und war dann noch in einem Hotel, das dann bei Bild über eine Doppelseite 12 Tage später das Hotel des Todes war, weil die Flutwelle da wirklich alles mitgenommen hat. Da warst du 2 Wochen vorher? Da waren wir ja genau 12 Tage vorher, ja. Krass. Das war natürlich ganz krass, weil du natürlich diese traumhaften paradiesischen Verbindungen hast, wie du da vorne am Strand liegst. Die haben uns auch echt mal gegönnt sozusagen damals, weil es ja relativ günstig ist im Verhältnis zu vielem, was du in Europa kennst, so, ne, dass du dann wirklich das Bungalow direkt vorne am Strand nimmst. Wenn du da liegst, dann kommen die mit diesen eiskalten Tüchern, die sie aus dem Gefrierschrank holen, die du in den Nacken legen kannst, dann irgendwie immer mal, bringen dir Obsttellerchen und sowas. So, und wenn du das überlegst, das war halt sehr, sehr nah damals, ne, dass du dir überlegst, du liegst da gerade, auf mal gehen so ein paar Leute zum Meer, vorne zum Strand, gucken, Mensch, das Wasser zieht sich zurück, okay, macht's ja ab und zu, es gibt ja eine leichte Ebbe-Flut, Tidenbewegung da. Aber dann kam es irgendwie nicht wieder und auf mal kommt es mit einem Karacho. Also die Bilder, wenn ich die sehe,
Ja, er zieht mir die Schuhe aus, wäre die sehr freundliche und viel zu schöne Beschreibung dafür. Das kann ich mir gut. Ich war ja auf Koh Samui seinerzeit schon mal. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und bin da mit einem Boot. Ich auch. Mit einem Boot rübergefahren nach Kopangan oder Kopanyang. Das ist wunderschön. Eigentlich schön. The Beach wurde da gedreht mit Leonardo DiCaprio, wie ich immer so schön sage. Und da kann ich mich erinnern, da sind wir mit einem Boot gefahren, meine Freundin und ich mit dem Boot. Und dann sagte jemand, setzt euch mal lieber nach oben. Also zieht eine Schwimmweste an und setzt euch nach oben. Und wir so, warum? Ja, vor 2 Wochen oder 3 Wochen, ist ein bisschen ähnlich, ist eins von den Dingern untergegangen. Ich so, ach du lieber Gott. So, also sind das uralte Kähne, die darüber schippern. Aber das war auf jeden Fall, da war noch so eine Vollmondparty. Das war schon, auf jeden Fall war das ein Erlebnis. Also ist ein tolles Land, muss man sagen. Deswegen, ich kann Kali gut verstehen, aber natürlich auch kein europäischer Standard. Nicht immer zumindest. Na, es gibt schon viele schöne große Hotels. Ich wollte euch nur mal erinnern, das erste 5-Sterne-Hotel der Welt entstand in Thailand, das Mandarin Oriental in Bangkok. Da haben wir noch ein Zelt geschlafen. Ne, da hast du noch im Wohnwagen geschlafen, du Jektor. Da war ich noch happy, dass wir für 6,50 Euro im Bayerischen Wald ein Zimmer gekriegt haben, meine Eltern. Und für 1 Euro oder eine 1,90 Mark mit das essen konnten. Teuerste Essen, 2,20 Mark. Direkt an der tschechischen Grenze, da im Bayerischen Wald. Wunderbarer Urlaub, mein erster Urlaub. Und mein Opa, ich wusste nicht, was das hieß, rief immer, Eis, Eis, Eis. Macht die alten Weiber heiß. Ich fand den Spruch ganz gut. Meine Mutter, meine Oma nicht so. Aber was du für Sprüche kennst. Eis, Eis, Eis macht die alten Weiber heiß. Das war ein Spruch von meinem Opa. Das muss ich einfach sagen. Sehr gut. Das war gut. Und also, ich meine, wenn ich jetzt Thailand sehe, und dann muss man schon sagen, ob das oben Chiang Mai ist, ne? Oder ob das jetzt Bangkok ist, das sind also völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Dann die ganzen Strandregionen, also schönste Insel ist für mich unten Koh Kut, die letzte ganz klitzekleine Insel. Hinten von Koh Chang geht das los, also es ist viel schöner wie Koh Samui oder sowas. Und dann Phuket natürlich, He Hua Hin, das sind die bekannten Orte. Und was ich sagen muss, ganz entscheidend, die Leute sind nett, das Essen schmeckt gut, das Wetter ist gut. Ja, was willst du mehr? Ach, also liebe Zuhörer von Echte Champions XXL, herzlich willkommen bei unserem kleinen Reisespecial. Heute. Ja, ich wollte nur sagen, ich kann mich noch erinnern, ich war auf Koh Samui, war ich dann irgendwann mal in so einer Diskothek und habe da getanzt. Und dann irgendwann war ich umringt von ganz vielen Frauen und fühlte mich natürlich geehrt, weil ich dachte, die finden mich alle toll. Die finden mich alle toll. Und ich fühlte mich richtig männlich. Bis dann irgendwie einer, den ich da kennengelernt habe, gesagt hat, Matze, dir ist schon klar, dass das alles Nutten sind. Ah, okay. Also Bordsteinschwalben, um das Niveau wieder ein bisschen fußballerischer zu gestalten. Ich war gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich war so gespannt, wie weit es kam, um dass du es entdeckt hast. Das würde ich mal ganz klar und brutal für euch Experten widerlegen. Das ist natürlich richtig. Aber da waren schon einige dabei, du. Also das war dann irgendwann, dann fiel es mir auf wie Schuppen von den Augen. Ladyboy, Ladyboy? Hallo. Ladyboy. War nicht, dass ich verdonnt war, ein Ladyboy. Nein, man muss etwas wissen. Natürlich ist dieses Geschäft gerade in den Städten Bangkok, in Pattaya und auch vor allen Dingen in Phuket ist das ein bisschen legalisiert worden. Im Grunde genommen besagt das Gesetz in Thailand, dass Prostitution verboten ist. Ehrlich? Und damals, wenn man jetzt sagt, ich fange mal an mit dem größten Ort Pattaya, das war ein klitzekleines Fischerdorf, in der Nähe war die, oder ist das heute noch, große Base von den Amerikanern. Die haben davon, von dort aus Vietnam bombardiert und da brauchten die natürlich für die Amerikaner etwas Vergnügen. Das war das Gleiche dann in einem Viertel in Bangkok oder in Phuket. Und da wurden da die Augen zugedrückt, auch staatlicherseits, damit die ausländischen Soldaten sich auch, ob das nun Drogen waren, Frauen waren, Alkohol waren, ein bisschen ablenken konnten. Es war nämlich sehr weit bis nach Hause, konnten am Wochenende nicht nach Hause fahren. Verstehst du? Und das war, Alter, das muss man auch deutlich sagen, viele, viele Thailänder sind stockkonservativ. Dann darf die Thailand nicht damit vergleichen, obwohl es das natürlich, was Matze jetzt gerade oder du, Tobi, sagst, stimmt. In den großen Urlaubsorten hat er natürlich auch seine Position.
Ping-Pong-Show heißt das. Da gibt es immer die Ping-Pong-Show. Komm, Ping-Pong-Show gucken. Ping-Pong-Show. Da hast du mit Olli mal ausgetauscht. Da haben wir mit Olli schon mal drüber geredet. Ja, man muss dabei sein. Was ist da? Was ist denn Ping-Pong-Show? Ping-Pong-Show. Olli war schon drin, hat er mir damals gesagt. Ich meine, er hätte gesagt, er wäre drin. Ja. Ich war noch nicht drin, aber es ist auf jeden Fall, es muss irgendwas sein, wo ein paar Sachen passieren, die erzählenswürdig sind. Tischtennisbälle fliegen hin und her. Aber genau. Wir sind ja hier bei einem Sportsender. So, und jetzt reden wir mal über Fußball. Ich war jetzt nur der Letzte. Ich war also beim ersten Tag, ich bin jetzt hier im, und das ist auch sehr, sehr preiswert und ein wunderbarer Strand. So will ich ganz nirgendwo Urlaub machen. Jetzt gerade im Moment noch durch die Corona-Zeit. Alle Tests vom Personal negativ. Ich bin hier im Regency, und zwar in Hua Hin. Und wenn du weiterfährst, das ist auch der Sommersitz des Königs, also des alten Königs, das ist das Hotel Centara, und da war es so ein bisschen ähnlich wie in den USA, wie man sagt, manche mögen es heiß, ne? Diese Filmchen kennst du ja alle, und hier wurde der Film von Van Damme und Roger Moore gedreht, live, so ein bisschen alter Kolonialstil, also das gibt's dann hier auch, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Man würde den Thailändern sehr, sehr ungerecht werden, wenn man sie auf das Rotlichtmilieu abschränkt. Leckeres Essen, billigeres Essen, leichtes Essen, viel Spaß, nette Leute, und eigentlich gesetzlich ist das, wo hier sicherlich viel Geld mitverdient, wo viele wenig in Urlaub hinfahren, ist eigentlich grundsätzlich verboten, wurde damals durch den Krieg wegen den Besatzungssoldaten aufgehoben. Matze. Okay? Matze, was du alles mitschreibst. Ich liebe einfach, wenn Kalli aus Jean-Claude Van Damme Van Damme macht. Das finde ich sensationell. Ja, ist auch scheißegal. Ist scheißegal, ja, hast du recht. Van Damme, ob du Hund bist oder Hahn, wie der Film ist, weißt du dann auch, Matze. Du bist für die Kunst zuständig. Sollen wir mal das Thema Fußball aufgreifen? Da ist Thailand jetzt nicht die Mega-Nation, muss man sagen, was Fußball angeht. Wahrscheinlich haben sie eine Mannschaft. Richtig. Aber auf der anderen Seite, Fußball wird überall gespielt und Fußball wird auch, und das ist jetzt wirklich fast schon wirklich bemerkenswert, auch wieder beim ersten FC Köln gespielt und das sehr erfolgreich. Freunde, ich bin erstaunt, jetzt haben die schon wieder gewonnen, ja, und auswärts und sind jetzt auf dem Weg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der erste FC Köln ist... Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Auf dem Weg in den europäischen Spitzenfußball. Matze, sollten die da wirklich ankommen? Ich meine, jetzt kommen, glaube ich, die Bayern. Das wird ein bisschen schwieriger. So. Aber auch da halte ich in der aktuellen Situation, was Baumgart und Co. angeht und Modest, ich halte ja alles für möglich. Also Anthony Modest ist ja ein Phänomen. Überleg mal, der Kerl war überragend, ist gewechselt nach China, kam wieder, war ein Schatten seiner selbst. Und jetzt hat er, glaube ich, das 10. Kopfballtor gemacht oder so. Ja. Das ist neu. Rekord, mehr als Podolski. Also das ist ja der Wahnsinn, was da gerade für eine Geschichte geschrieben wird. Ich muss deswegen sehr, sehr lachen gerade, weil ich habe gestern mir mal genauer unsere Zahlen vom Podcast angeguckt. So, ne, wer und wo die Leute zuhören und zu welchem Zeitpunkt und so. So, da habe ich halt gesehen, dass gut die Hälfte der Leute hören quasi ab Tag 3 unseren Podcast. Also wir sind nicht direkt am Anfang dabei. So, und wenn jetzt jemand am Sonntag sich entspannt hinlegt und echte Champions XXL sich einschaltet und er hört jetzt dein Loblied aus dem FC Köln, hat gerade vorher die Welt am Sonntag oder Bild am Sonntag gelesen und hat gesehen, Bayern hat 7-0 in Köln gewonnen. Dann sind sie wieder ganz klein. Diese erste FC Köln, da passt die Energie zusammen. Das ist also für andere Vereine. Ich glaube, jetzt fangen die auch so ein bisschen an. Ich will nicht sagen, die zittern. Und der Baumgart und Konsorten, die wissen ja ganz genau, dass man da jetzt nicht überheblich werden darf. Die gehen safe nicht unter gegen die Bayern. Da lege ich mich fest. Das glaube ich auch nicht. Aber das ist schon, das hätte ich so trotzdem, muss man sagen, keiner von uns, glaube ich, für möglich gehalten, oder? Und der steht da wieder mit kurzen Ärmeln und in Berlin und wirklich, ne, der Berliner, der geht ja schon, wenn es 6 Grad sind, hat er schon seinen Mantel und eine Mütze und irgendwas aus den 70ern noch als Schal umgehangen, wenn er da durch Kreuzberg wandert. Und dann guckt er ins Fußballstadion. Saßen ja auch 500 Zuschauer, durften ja rein. Und der steht da unten wieder in kurzen Ärmeln und so. Und hat sich danach das Trikot geholt von
Boateng, von Kevin Prinz Boateng, weil er gesagt hat, der Prinz, das ist einer, den habe ich schon immer bewundert, ein richtig guter Typ, das sind die Jungs, die mir Spaß machen, wenn ich Fußball gucke. Da habe ich mir die Woche schon vorgenommen, das Trikot, das hole ich mir. Ich hole mir nur die ganz besonderen Trikots, hat er gesagt. Und auch das macht ihn wieder, er holt ihn so ein bisschen auf die richtige Seite, finde ich. Ne? Also ich mag das. Ja. Ich mag den. Aber Kalli, sag mal, wie kann denn das sein, dass er einmal so ein Modest, der ja quasi, da haben wir ja alle schon vor einem Jahr gedacht, naja komm, also da ist die Super auch von weg. Das ist... Und auf einmal ist es der Topscorer bei denen. Das ist ja, auch schon eine geile Geschichte. Er war es ja auch. Er ist ja für hohe Millionensumme nach China gegangen. Man muss hier ein besonderes Lob auch Alexander Werle geben, der ihn zurückgeholt hat. Da hat man ihn ja fast für verbrannt, weil er da auch nicht die Form hatte, als er direkt zurückkam und zum Nulltarif zurück. Und jetzt Matchwinner ganz oben in der Bundesliga. Und natürlich Steffen Freund auch. Auch, ich habe es schon mal gesagt, sollte noch nicht Horst Held vergessen. Der hat die Mannschaft natürlich in den ganzen Laden mit der Scouting. Kann ich Steffen Freund, meinst du Steffen Baumgart jetzt, oder? Das, Entschuldigung, da komme ich jetzt selbst Entschuldigung, ich war jetzt. Ja, der treffe ich immer hier im Eier, den Köln. Da feiern wir immer abends. Nein, natürlich Steffen Baumgart. Und da muss man einfach sagen, großartig, absolute Spitzenklasse. Wo die jetzt stehen, was die geleistet haben, da muss man aber auch, wie gesagt, Horst Held, natürlich die ganze Trainergesellschaft, die ganze Scouting-Abteilung, vor allen Dingen auch, der jetzt demnächst weggeht, Werle sagt, man ist mehr Kaufmann, ist mehr Vermarkter, aber der hat einen Arsch in der Hose gehabt und hat den Modeste wieder zurückgeholt und hat an ihm festgehalten mit, auch, obwohl er jetzt nicht der absolute Fußballexperte ist, ganz oben. Aber Gratulation an Köln. Ich glaube auch, dass das Wunder gegen Köln nicht, gegen Bayern München nicht anhält. Wenn die in etwa die Spieler zurückkriegen, wie jetzt Neuer. Aber da habe ich nachher eine schöne Vermutungsgeschichte bei Neuer. Also, aber trotzdem, ich will nicht mit Neuer anfangen. Gratulation an den ersten FC Köln, an die Mannschaft, an den Steffen, an Albaumgart und so weiter und so fort. Auch vor allen Dingen Alexander Werle. Ja, mal gucken, dass der Alex Werle den jetzt nicht mit nach Stuttgart nimmt. Da kann man den Stuttgartern ja nur gratulieren. Also ist ja wirklich ein Top-Mann, der den ersten FC Köln wirklich super aufgebaut hat in den letzten Jahren. Jetzt wird er der große Vorstandsboss beim VfB Stuttgart, wo er schon gelernt hat damals. Nicht, dass der jetzt den Modeste damit hinnimmt, Kalli. Also das... Wobei, ich glaube, der Modeste ist in Köln schon gut aufgehoben. Der passt da hin. Der Dom, ich glaube, Goldi, also da bin ich Modest. Da was sagen. Ich glaube, der hat ja, der Modest hat, glaube ich, auch mitbekommen, dass sein Wechsel nach China jetzt, klar, dass finanziell wird sich das gelohnt haben, aber ansonsten war das nicht von Erfolg gekrönt. Ja, der war auch nochmal nach Frankreich auch schon ausgeliehen. Genau, da hat es auch nicht funktioniert, ne? Zwischendrin. Ja. Ja, genau. Der wird sich schon genau überlegen, ob er diesen FC unter diesen Voraussetzungen nochmal verlässt. Niemals. Aber ich finde... Nee, glaube ich nämlich auch nicht, aber wir sollten nochmal über Horst Held sprechen. Also spätestens jetzt werden ja auf Schalke sich alle nochmal Gedanken darüber machen, ob man den wirklich hätte damals ziehen lassen sollen, den Horst Held. Weil was danach kam, war ja nicht besser. Ja, er steht ja wieder zur Verfügung, man kann ihn ja holen. Er ist ja frei. Ja, aber ja, nee, ich glaube, dieser Neuaufbau, ja, ich weiß, was du meinst. Nachhinein ist halt immer leicht, ne, sich an die schönen Zeiten zu erinnern. Ne? Also ich weiß ja, wie die Schalke auch gemeckert haben, selbst als sie Zweiter geworden sind damals. Ich meine, unter dem Trainer, der jetzt in Leipzig RB wieder in die Champions League führen soll, also Tedesco, von dem hat sich Schalke auch getrennt. Ne? Weil das war nicht unser Fußball, das ist doch nicht Schalker Fußball. Immer nur 1-0 gewinnen. Ja, Das war aber auch ein Kackfußball. Da muss man auch mal sagen. Das war ja ein Kackfußball, den der da hat spielen. Die sind, glaube ich, auch Zweiter geworden. Da hat aber auch natürlich in dieser Saison bei anderen Vereinen nicht viel zusammengepasst. Aber wie gesagt, Schalke ist natürlich ein Thema für sich, aber die sind ja auch so langsam, sie kommen ja so langsam, krabbeln sie sich ja wieder ran. Ja, die zweite Liga legt ja auch wieder los an diesem Wochenende. Insofern. Können die Schalker und die Bremer, die können alle wieder langsam dem FC St. Pauli, Kallis Lieblingsverein in der zweiten Liga, können sie so langsam wieder, obwohl Schalke ist eigentlich dein Verein. Wenn wir ehrlich sind, Kalli, wir wissen ja alle, dass du Schalke im Herzen trägst, ne? Aber du hast letztes Mal so über St. Pauli gegeben. Ich bin von klein an Schalke, das kam. Mein Vater ist ja früh gestorben, gefallen und da muss ich etwas sagen, Schalke war immer von meinem Stiefvater, der war ja auch dann Braunkohle ab. Bau und das war nicht Untertage mit dem Korb runtergefahren, sondern die große Schaufelbagger, man kennt das, das war damals die wichtigste Basis für unser Wirtschaftswunder in Deutschland, Energie, was alles auch zur Diskussion, auch berechtigt zur Diskussion steht und da haben die zusammengehalten. Ich werde nie vergessen, den größten Spruch habe ich live erleben dürfen, fühlte mich sehr, sehr geehrt von Ernst Kuzorra. Ich war mit Detmar Kramer, der damals Trainer bei uns wurde, in Schalke und er hat
schon einen guten Kontakt zu Ernst Kuzora. Da habe ich ihn gefragt, Herr Kuzora, könnten Sie mir mal erklären, was das Besondere am Schalker Kreisel war? Ne? Da hat er gesagt, ganz einfach, Kalli. Der Schalker Kreisel beinhaltet zwei wichtige Dinge. Der Ball ist schneller wie jeder Spieler und der Ball hat mehr Luft wie jeder Spieler. Also haben wir den Ball laufen lassen. Das war ja so, fand ich dann von Ernst Kuzora. Ja, da müssen Spruch, jetzt ein paar jüngere Hörer müssen jetzt googeln, Detmar Kramer, Ernst Kuzora. Aber das sind halt Legenden aus der Zeit, als ihr noch nicht so richtig in Planung wart, ja. Ja, FIFA-Trainer und er ist zweimal Champions-League-Sieger geworden, auch mit Bayern München, nur am Rande. Ja, ich weiß, dein Väter... Er hat mit Japan eine olympische Medaille gewonnen und ist dafür mit dem kaiserlichen Kulturorden ausgezeichnet worden. Ist der Entdecker von Franz Beckenbauer, hat Karl-Heinz Rummenigge nach vorne gebracht. Also das ist gut, dass man das den Jüngeren... Ich erkläre es jetzt nochmal, das ist auch nicht so schlimm, das muss auch nicht jeder Jüngere wissen, aber das war schon eine große Nummer, der Detmar. Ja, das ist schon krass. Ich habe mit einem Kumpel letzte Woche darüber geredet, welchen Einfluss, weil du das auch gerade so beschrieben hast, welchen Einfluss Väter haben auf die fußballerische, keine Ahnung, Gesinnung, Fanentwicklung von ihren Kids. Ne? Weil es da ging es wieder darum, jemand hat eine Mitgliedschaft, keine Ahnung, von Werder Bremen seinem Sohn geschenkt. Und dann gab es aber irgendeinen Onkel, der deutlich fußballverliebter war. Der hat ihn dann so langsam zum Bayern-Fan gemacht. Und da half es dann gar nicht, dass der zur Geburt eine Bremen-Mitgliedschaft gekriegt hat. So, und Matze, bei dir war es ja im Grunde auch so, ne? Also dein Papa hat es dir nicht gegeben, wärst du vom Fußball wahrscheinlich weit weg geblieben, so, ne? Bei mir, mein Papa hat mich auch das erste Mal mitgenommen. Hallo, was soll das denn heißen? Ich bin ja wohl ein unfassbares Talent, was den Ball angeht. Ja, Kalli kann das bestätigen. Papa schon mit dir trainiert hat. Das ist richtig, das ist richtig. Nein, das war bei uns zu Hause, gab es eigentlich, soweit ich denken kann, immer nur Fußball. Das ist ja bis heute sogar so, dass mein Vater sich ausschließlich, oder was heißt ausschließlich, aber sehr viel natürlich mit Fußball auseinandersetzt und beschäftigt. Ich natürlich auch, mein Bruder natürlich auch. Und in der Tat, ihr wisst ja beide, dass mein Vater damals Karl-Heinz Rummenigge trainiert hat bei Borussia Lippstadt. Und der hat Luftlinie, ich bin da zufälligerweise gestern noch vorbeigefahren, Luftlinie, da wo ich aufgewachsen bin, hat der 250 Meter Luftlinie gewohnt mit seinen Eltern. Da war ich natürlich noch am Anfang, glaube ich, noch gar nicht geboren und später noch relativ klein. Aber der hat dann schon bei uns irgendwann mal in der Küche gesessen. Das sind die Erzählungen, die ich von meinem Vater weiß. Als er eben in der A-Jugend von Borussia Lippstadt gespielt hat, später war es dann Michael Rummenigge. Und mein Vater war ja auch Sportreporter. Mhm. Und das war das, ich glaube, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Wenn mein Vater nicht Sportreporter gewesen wäre, wärst du gar nicht zum Radio gegangen, dann wäre ich wahrscheinlich nie zum Radio gegangen, weil natürlich ist es so, dass du auf einmal das feststellst, Mensch, das macht ja Spaß, Mensch, das ist ja irgendwie eine, das war ja damals in den 80ern noch eine ganz andere Welt, da kamst du ja, heute kommst du ja viel einfacher in die Medien, als das damals möglich war. Wenn damals einer bei den Medien war, dann war das ja, da wusste man ja gar nicht, wie geht sowas überhaupt. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall der Impuls und da hast du vollkommen recht, dass natürlich Väter oder Eltern da auch irgendwie einen großen Einfluss haben. Und viele, wenn der Vater Bayern-Fan ist, dann wird der Sohn auch Bayern-Fan, ne? Als mein Papa mich das erste Mal 1985, war das, haben wir letztes Mal eruiert, mit ins Weserstadion genommen hat, da gab es noch nicht diese Sitzschalen in den großen Stadien, sondern da gab es noch die langen Bänke, wo man saß. Und dann war das ein ausverkauftes Spiel. Und da hat er, das ist ja verjährt, deswegen kann man das erzählen, da hat er dem Ordner vorne, wo der die Karten abgerissen hat, dem hat er, glaube ich, einen 10-Mark-Schein gegeben und hat gesagt, pass auf, unser Kleiner soll auch mal mit den Stadien, den quetschen wir da noch zwischen. So, und dann hatte ich zwar kein Ticket, aber ich durfte dann mit rein und dadurch, dass das alles diese ganzen langen orangen Sitzbänke, ich weiß es noch, waren, konnte ich mich da einfach zwischen ihm und zwischen und seinem Kollegen setzen und alles war gut. Das zweite Spiel war dann ein, oder das dritte war das 1-7 von Werder zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, wo ich mir selbst beim 0-5 noch sicher war, dass Werder das noch gewinnt, aber mehr als der Anschlusstreffer von Bruno Petzai ist leider nicht mehr gelungen. Ich erinnere mich noch, als wäre es zumindest vorgestern gewesen. Bruno Petzai, ja. Leider verstorben mittlerweile. Kennt Kalli gar nicht mehr. Na klar, kennt Kalli Bruno Petzai. Das war ein super, du, ihr zwei Experte, ein super Libero, Österreicher, der also auch in Frankfurt gespielt hat und da alle viele bedauert haben. Der hat zu Bumk und Schade, der hat, glaube ich, auch noch mit dem UEFA Cup-Sieg mit Frankfurt errungen. Ich müsste jetzt genau nachschauen, aber in der Zeit hat der gespielt und wurde von vielen sehr, sehr hoch gelobt. Sonst noch Fragen?
jetzt verstorben ist er beim Rafting in Österreich leider. Ja, der hat eine große Agentur, so Adventure. Ich glaube, der hatte einen Herzfehler. Ja, so, ja, pass auf, Freunde, der Held der Woche. Der Held der Woche. Ich bin wieder gespannt. Wer wird's? Also, ich wähle, ich bin mir nicht ganz sicher, wen ich wählen soll. Also, ich schwanke zwischen zweien. Ich mach's kurz. Bruno Petzl und Detmar Kramer oder zwischen wen? Nein, also ich bin erstmal dafür, dass Erling Haaland in dieser Woche für mich Held der Woche wird, weil der hat einfach mal so richtig die Schnauze aufgerissen. Jetzt werden viele sagen so, ja, Moment mal gerade, da fing aber nicht so gut und der soll sich mal ein bisschen, aber wisst ihr was? Er wird mehr und mehr nicht nur zum Goalgetter, sondern auch zum echten Typen. Dem ist alles Latte. Jetzt wird man sagen, finde ich aber nicht gut. Ja, aber er liefert und er hat so für mich so ein bisschen das Ibrahimovic-Gen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Entertainment. Ob er das jetzt bewusst gemacht hat, das lassen wir mal außen vor, das glaube ich nicht. Aber er hat es gemacht und er hat bestimmt die Schlagzeilen. Dortmund hat gewonnen, er performt. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, was will man mehr? Haaland, der Held der Woche und... Ja, du musst dich festlegen. Warte, Haaland, ich möchte ihn nur kurz eben erwähnen. Ist eine super... Ich muss gucken, wie er heißt. Und zwar Trizino. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Was? Stefano Trizino. Das ist ein 54-jähriger Unternehmer. Der hat in den SV Hummetroth mittlerweile 250.000 Euro investiert und sieht sich als der Dietmar Hopp der Kreisliga. Ja, krass. Ja, unfassbare Geschichte. Wirklich. Das finde ich geil. Ich bin ja Kreisliga, ihr wisst ja, bin ich ja durch und durch. Mit jeder Faser meines Körpers. Und wenn ich sowas lese, dass einer 250.000 Euro in eine Gurkentruppe steckt, weißt du, wahrscheinlich die Hälfte für Mannschaftsfahrten und kannst Bier. Matze, kannst du uns nicht mal organisieren? Muss ich das einfach erwähnen? Da pack bitte dein Reporter-Mikro nochmal aus und dein Gen und versuch doch mal, würde ich wirklich total interessieren, was dessen Antrieb ist und Begeisterung. Da muss ja sowas von Fußball verrückt sein, dass er 150.000 da in seinen Dorfverein schiebt. Das ist jetzt mal deine Aufgabe. Mal gucken, ob wir eine Chance Reporter? Haben. Ja, als Reporter da mal von dem als so. Gerd, ich kann das als Gerd Rubenbauer machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Stefano Trizino, italienischer Unternehmer aus der Nähe von ganz kurz von Hummeltroth. 250.000 Euro, weil er diesen Verein liebt, weil er diese Region liebt, weil er will, dass kleiner Fußball ganz groß wird. Er fährt einen Ferrari, meine Damen und Herren, hat ihn verkauft, fährt nur noch einen Polo, damit seine Jungs besser hinter die Murmel treten können. Und das ist Fußball durch und durch. So lieben wir ihn, so wollen wir ihn. Nicht immer nur dort oben, Liverpool, Manchester City, Kreisliga, da wird noch echter Fußball gespielt. Und in Leverkusen, Kalli. Kalli, bist du noch da, oder? Ja, mein Held der Woche, ich werde halten euch fest, ist heute Matze Knob. Oh. Weil er da jetzt so eine große Reporterlegende, den Gerd Rubenbauer, so nachmacht am Ton, als wenn er selber dran wäre. Und das spontan. Und ich glaube, das macht auch uns beide, Tobi, ein bisschen stärker mit unserem Podcast. Und ich liebe das einfach. Und was er sagt, so nicht nur die Stimme, auch diese Aussagen. Ich muss sagen, wenn ich es ein bisschen ernsthafter betrachte, im zweiten Schritt würde ich vielleicht noch Manuel Neuer, kein Theater gemacht. Ich hatte schon das komische Gefühl, ich fühle mich fast bestätigt, dass mit so viele da auf den maledivischen Inseln, wisst ihr, gibt es die günstigen Bunkerlos, so ab 1.000 Euro pro Tag aufwärts. Und plötzlich wurden viele mit Corona, da wo ja nicht so verlückter sind. Und da dachte ich mal, das könnte. Und dann kam die Regierung und sagte, nee, viele Tests von den Hotels stimmen nicht. Dachte ich, könnten die Hotels, auch vielleicht bei Manuel Neuer, das ist nur Spekulation, würde ich sagen, auf die Idee gekommen sein, Herr Neuer oder auch andere haben Corona, die müssen noch 14 Tage hier bleiben. Da haben wir dann die Bungalows noch aufgebucht. Ich komme nur auf die Idee, weil einige Urteile revidiert worden sind von der Regierung. Und wenn ich freue mich, dass jetzt Manuel Neuer zurückkommt, ohne großes Theater zurück, trainiert, spielt, kein Corona. Und ich meine kleine fiese Vermutung, nicht nur bei Manuel Neuer, auch bei ein paar Privatiers, die ich kenne, die auf den Inseln waren und plötzlich alle Corona hatten und mussten 10 Tage da bleiben. Viele haben noch geklagt dagegen. Ja, hoch würde ich noch. Manuel Neuer, freue mich, dass er spielen kann. Hoffe, dass er dabei bleibt. Und ansonsten, bist du es, Matze.
Dankeschön. Der Gerd, danke, der das Ruby. Ist sehr lieb. Tobi, und du weißt ja, früher, wenn man im Urlaub war, hat man den Verwandten eine Flasche Maria Kron mitgebracht. Heute ist es Omikron. Und damit bist auch du dran und ich habe meinen Titel gerade wieder mit dem Hinterteil eingerissen. Aber wirklich, Omikron, ich habe auch schon Bilder diese Woche gesehen. Das sind hier wohnen Omikron und Opikron. Und dann beide so ein bisschen, besser wird's nicht mehr. Omikron ist nicht meine Heldin der Woche, sondern ich wollte nochmal, wir haben es letzte Woche schon mal kurz angerissen und ich habe mich jetzt wirklich da nochmal ein bisschen tiefer eingelesen, weil ich finde das so, ich fand diese Geschichte so faszinierend von dem Juan Figuer, der ja verstorben ist, ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr, Kalli, das weißt du besser, im Alter von 87 Jahren, also die südamerikanische Beraterlegende, der wirklich mit Maradona gearbeitet hat, Luis Figo, auch Zé Roberto, Kalli, das kannst du uns aber erzählen, glaube ich, nach Europa gebracht hat, zu euch. Also du hast einige Male mit ihm verhandelt, er hat Deutsch gesprochen, wenn ich richtig informiert bin, und war einer der allergrößten seines Fachs. Wenn du da vielleicht nochmal ein Geschichtchen zu Super Fieslinge, hast. Super Fieslinge haben ihm ja gerne vorgeworfen, dass er viele Spiele, was auch stimmt, in Uruguay war, hat die auch noch nie in Uruguay waren. Dann ging die Transfersumme nach Uruguay, da wurde man nicht, wie dritte Spieler noch jetzt davon hat. Das war aber dann nicht das Thema unserer Vereinigung, wenn zu paar Schlauberger. Juan Figuer, muss man sagen, das war jetzt für mich persönlich. Er hat ja seine Enkeltochter zur Chefin gemacht. Und ich habe ja eben einen Beileidsbrief geschrieben, also waren die beiden Söhne, den Marcel, und den Jüngeren noch, aber wie gesagt, die haben alle, die das Enkelkind oder ihre Tochter, dann auch die hier Marcel, Ochilob, Andres, der andere Bruder, die Familie steht wie eine Eins zusammen, auch wenn selbst das Enkelkind plötzlich der Chef von diesem Imperium war. Ich habe das selber mal erlebt, ich habe den Papa Forlán noch mit Juan in Montevideo kennengelernt. Ich will vielleicht mal zum Beispiel sagen, wie er uns geholfen hat, der hat ja auch sehr enge Kontakte, ist glaube ich Ehrenmitglied bei Real Madrid, hat sehr viel auch bei Bayern München gemacht, auch bei anderen Clubs. Und ich will mal sagen, wir hatten 2002, lief der Vertrag noch ein Jahr für Zé Roberto, wir konnten den einfach nicht bezahlen. Der war damals auch mit Lucio und Balak in der, obwohl wir nur Zweiter geworden sind, in Anführungszeichen, waren die alle drei in der Champions League 11 des Jahres. Mhm. Und was mache ich jetzt? Jetzt hatte der ein Angebot von Barcelona und eins von Liverpool. Und die hätten auch, Barcelona hatte damals auch schon mal bekanntlicherweise ein paar Millionen Schulden, nur Liverpool hätte ihn kaufen können. Okay. Und da hatten wir aber das Viertelfinale in Liverpool in der Champions League 2-2. Und da kam C zu mir und die sagt, Kalli, ich nix Liverpool, Stadt gefällt mir nicht so kalt. Ne? Da kam ja jetzt Barcelona, Rio de Janeiro, da hab ich gedacht, scheiße, warum hatte ich Angst vor Barcelona? Weil ich jetzt spielt er noch ein Jahr bei uns. Ne? Und dann geht er umsonst nach Barcelona und wird auch das Jahr aufgrund auch seines Vertrages vermutlich mal an der einen oder anderen Stelle den Fuß zurückziehen. Ne? So, um sich nicht zu verletzen. Dann hat Juan Figuer uns geholfen, viele haben ihn dann verdammt, dass er den Zé Roberto nach Bayern München vermittelt hat. Ich sag's jetzt mal mehr an den Roos. Damals war das ganz andere Summen wie heute. Ich würde mal sagen, so rund 10 Millionen gekriegt von Bayern München. Der hat dann da erfolgreich gespielt. Und für uns war es besser als noch ein Jahr, völlig mit halber Vorsichtskraft, dass er sich nicht verletzte und zum Nulltarif. Also der hat uns oft geholfen. Ich aber ganz kurz. Wir bedauern auch meine Frau und alle, die bei mir zum Geburtstag waren. Der Matze, du bist ja aufgetreten. Da gab es drei Einspieler bei mir, die meine Frau ohne mein Wissen gemacht hat. Das war einmal Tita, der damals der entscheidende Tor geschossen hat. Der erste Brasilianer, der für 500.000 Dollar, das wären 300.000 Euro heute nach Bayer Leverkusen, da war der große Match, wenn auch die entscheidende Tore geschossen hat, auch in Barcelona. Der zweite, der mir geschickt hat, telefonisch, war Franz Beckenbauer und der dritte war Juan Figuer mit seiner Tochter. Das hat mich damals auch was, meine Frau hatte das Feeling dafür, die mir was Besonderes bedeutet haben. Da hörte Juan Figuer auch damals dazu, der sicherlich sehr, sehr gerne vorbeigekommen wäre, der auch
Aber ich würde es jetzt ja nicht weggesagt. Lass mal sein lassen. Ich habe eine Frage aber noch, Kalli, eine ganz kurze Frage und dann sind wir ja auch schon erstmal wieder am Ende unserer heutigen Folge, was schade ist, aber die Frage, ich habe mich gefragt, wenn man mit so einem Brasilianer verhandelt, zum Juan Figa. Also hier in Deutschland fährst du dahin im Büro. Uruguayer. Gibt's ne, ja, oder Uruguay. Ja. Dann gibt es eine Tasse Kaffee, dann redet man über einen Spieler, dann trifft man sich noch ein zweites Mal. Wenn du nach Südamerika fährst, ist es so, wie ich es mir vorstelle, du wirst schon am Flughafen von Hula-Hoop-Tänzerinnen abgeholt. Es gibt zur Begrüßung einen Caipirinha. Dann lässt man es richtig krachen und am Ende des Abends, so morgens gegen 5, sagst du dann, komm, den Tita, das machen wir. Oder wie läuft das? Also das war doch, du hast natürlich für den Sinn. Nein, ich stelle mir das so Rudis, vor. Das war Rudis erste große Reise, also zur Verhandlung nach seiner aktiven Laufbahn, haben wir C. Elias, ein junger Mittelfeldspieler, geholt. Ja. Und für Rudi war das neu, der ganze Tag gearbeitet. Abends sind wir losgeflogen nach Sao Paulo zum Hur, morgens angekommen, ganzen Tag verhandelt und abends saßen wir im Stadion. Und dann sagt Rudi, Kalli sagt er noch, du triffst die letzte Entscheidung in dem Film bei meinem Geburtstag, wo du anwesend warst. Ja. Du Drecksack da, ich meine jetzt nicht, Matze. Und dann sagt Rudi, ich saß in der Mitte, Huren schlief ein und Kalli schlief ein. Ich saß da, Kalli wurde wach und sagte, hör mal, der hat einen guten Linksfuß, der C. Elias. Ne? Ja, ja, dann haben wir C. Elias hier verpflichtet für 5-6 Millionen war damals viel Geld. Christoph Daum wurde mit ihm nicht klar. Und als der dann, wir haben ihn dann für viel Geld verkauft, nach einem großen Club, ich will das jetzt ja nicht mehr sagen. Ja. Und da habe ich gesagt, wen würdest du jetzt holen, C. Elias? Da sagte Emerson. Da kam Emerson, der beste Spieler, Weltklasse-Spieler, den wir je. Ja, das ist der. Ja, Weg, aber Kalli, dann hat sich ja spätestens hat sich ja dann die Investition und, gelohnt, weil er euch noch als Vermittler quasi den Supertipp gegeben hat. Hat uns den empfohlen. Wir haben den dann geholt. Oder eine andere Frage mal: Der Spring, unser Sport damals Bayern-Chef, war mit in Sao Paulo. Wir haben dann noch verhandelt mit Kaká. Wir hätten Kaká für 18 Millionen kaufen können, aber bei Bayern gab es den Spruch. Über 10 Millionen nicht von der Bayer AG. Habe ich gesagt, soll man zur Hälfte kaufen, anderen Mitbeteiligten. Das war aber nicht gewünscht. So haben wir KK nicht gekommen, aber der Juan hat uns dann den Juan, Innenverteidiger Juan, von Flamengo Rio für 3,5 Millionen besorgt, weil die gerade in der Insolvenz oder große finanzielle Probleme hatten. Aber und der ist bei uns groß eingeschlagen, ist nachher für einen großen zweistelligen Millionenbetrag nach Rom gegangen. Also Juan hat uns aufgehalten. Und er war nicht nur ein väterlicher Freund. Kalli, ich bin jetzt etwas enttäuscht. Das heißt, es bleibt bei mir jetzt das Bild über, bei Vertragsverhandlungen in Südamerika schläft man ein und nichts mit Caipirinha und Hula-Hoop-Tänzerin ist da nicht, oder auch, was? Doch. Da, wir haben natürlich vor allem waren wir in den schönen Fleischläden, immer Rodizio, wo der da abgeschnitten wurde. Wir haben auch Flamengo getanzt, du Drecksack, ne? Du kleiner, da ging die Post ein bisschen interessiere mich für die wichtigen Dinge im Leben. Hallo. Ja, ja, und ich bin doch nicht nur mit dem Gebetbuch rumgelaufen, du Blödmann. Bitte nächste Frage. Ne? Schön, danke schön. Ne? Ja, damit zum sind Abschluss. Wir. Ich stelle die nächste Frage in der nächsten Woche und zwar genau zu dem Thema. Ich habe da noch ein, zwei Fragen, Kalli, da lass ich nicht locker. Ich finde, das ist ein schöner Teaser. Ja, das ist dein Wunschthema, habe ich schon gedacht. Aber schöner, ich will ich kann dabei dir auch sein. Ein paar Fragen stellen. Hallo. Wir sind in einem Podcast. Wir nehmen die Hörer mit auf die Reise. Und nächste Woche nehmen wir sie nochmal mit auf die Reise, wenn du bei so einer Vertragsverhandlung bist. Ich finde, wir machen für ich diese Woche den Deckel sagen, drauf. Tobi, gib mir bitte noch eine Chance. Als wir zur Weltmeisterschaft 2014 fuhren, warst du, Tobi, auch mit am Strand, als die Höhner gespielt haben. Ja. Kannst du dich erinnern? Na klar. War dabei im Höhner an Copacabana. Mit der besten Concerto con Banana, die beste Band. Da war keine, da ging die Post ab. Und als wir gelandet sind mit dem Reisebüro Fieten, warst du, Matze, auch drin. Und da kriegte man noch nicht die Zimmer morgens, dann haben wir gefeiert. Und wisst ihr, wer da an erster Stelle getanzt, gesungen und die Weiber umarmt hat? Ja, ich glaub, der hieß Matze, Knopf, von Salvador Bahia. Morgens um 4-5 Uhr war er nicht zu bremsen. Ich saß ganz ruhig auf meinem Arsch und hab dich beobachtet. Ist du klar. Kleiner Feuerteufel. Ist klar. Du heißt Düse.
Nachher haben wir 4-0 gewonnen gegen Portugal, das Öffnungsspiel, da wollte ich auch noch sagen, aber vorher bist du zur großen Form aufgelaufen. Kannst du dich noch dran erinnern? Der Kalli ist ein Meister darin, sozusagen. Ja, ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist mir schon klar, dass fotografisches Gedächtnis. Ich sitze hier mittlerweile bei einem Eröffnungsspiel neben mir und genieße euch einfach. Samba, ich war beim Eröffnungsspiel gar nicht dabei. Ich war beim Eröffnungsspiel gar nicht dabei. Ich war nur in Fortaleza. Du bist oft, glaube ich, bis zum Endspiel da geblieben. Also, ich glaube, ein besseres Teaser. Ich musste zwischendurch in Deutschland arbeiten. Du warst bis zum Endspiel bei jeder Fete dabei. Mhm. Und ich sage, verpflichte ihn zur nächsten Sitzung die 5 interessantesten Minuten von seinem WM-Aufenthalt. Wenn er wichtige Dinge vergisst, grätsche ich dazwischen. Und du, Tobi, warst bei der Musikparty übrigens nach dem 4-0 auch dabei. Ja. Nur weil der Kalli immer in der Jury saß zur Wahl der Miss Bum Bum, machst du mich jetzt zum Party-Löwen. Alles klar, nächste Woche, lass dir was einfallen. Machen wir nächste Woche, reden wir darüber. Kalli, da ist das. Ihr werdet nächste Woche voll auf eure Kosten kommen. Neben Fußball geht die Post ab. Also, bis nächste Woche. Spielen wir die dritte Halbzeit mit Matze durch. Tschüss. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit der Kalli so richtig in Rage kommt. Ja. Das werde ich nächste Woche wieder tun. Ich freue mich schon drauf. Aber tschüss. Ich auch. Tschö. Schlaft gut, meine beiden Ladyboys. Gute Nacht. Ja, tschüss.